liebe ich, Lautsprecher aufrunden. Liebe Freunde des gepflegten audiophilen Wahnsinns, wir haben uns heute hier versammelt, um uns mit einem Plattenspieler zu beschäftigen. Weil diese beiden Kisten sind tatsächlich ein Plattenspieler. Das ist das derzeit zweitirrsinnigste Angebot des US-Herstellers VPI. Es wird einen ausführlichen Test in der September-Ausgabe des Magazins LP geben. Und wir werden uns hier vorab schon mal ein bisschen per Video mit so ein paar Details des Geräts beschäftigen und ein bisschen dokumentieren, wie man so ein Ding eigentlich aufbaut. Das ist mein Blattteller. Antrieb, zwei Motoren. Nö, das war Schachtel 1. Wäre übrigens extrem klug gewesen, vor Zusammenbau des Laufwerks auch die Füße drunter zu machen, damit das Ding in der richtigen Höhe landet, weil jetzt wird es nämlich komplizierter. Jeder Plattenspieler muss gerade stehen. So ein Kaliber hier, natürlich erst recht. Deswegen gibt es auch eine Möglichkeit, die drei Füße in der Höhe zu verstellen, um dafür zu sorgen, dass die Telleroberfläche hinterher absolut im Wasser steht. Dafür kann man hier ein bisschen dran drehen. Dann braucht es noch eine gescheite Wasserwaage zur Kontrolle. Und schon sind wir genau da, wo wir hinwollen. Genau so funktioniert es. Ein paar Minuten später hat der Titan auch einen Antrieb. Dieser Motorblock lässt sich an jeder freien Seite des Laufwerks positionieren und macht seinen Job anstandslos. Der dünne Gummiriemen drückt gegen den Plattenteller und besorgt den Antrieb der ganzen Angelegenheit. Sehr schöne, sehr elegante Geschichte, schon bei anderen Herstellern seit bestimmt 100 Jahren bewährt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, bevor man es einen Plattenspieler nennen kann, ist ein Tonarm, der natürlich zum Lieferumfang gehört und den bauen wir jetzt da dran. Das hier ist die Basis für den mitgelieferten JMW Memorial Tonarm. Die kommt einfach hier hinten auf so einen Turm drauf. Irgendeiner der beiden anderen würde auch gehen. Eine der cleversten Arten, einen Tonarm einzubauen mit korrektem Achsabstand, die ich je gesehen habe. Und es geht folgendermaßen. Kommt hier auf die Tellerachse, wird hier zu dem Armstummel ausgerichtet, dann schwenkt man das so aneinander, bis das da einrastet. Fertig, Abstand stimmt. Einfacher geht's nicht. Da ist er, der Arm. Ein ziemlicher Prügel von dem 12 Zöller.
Und jetzt gucken wir mal, ob wir den hier auf das Laufwerk kriegen. So, der Arm ist exzentrisch gelagert, das heißt, der seitliche Turm besorgt die Führung. Hier vorne gibt es noch einen zusätzlichen Stift, der dafür sorgt, dass er an Ort und Stelle bleibt. Und jetzt muss man noch das Gewinde greifen. Und dann haben wir auch eine sehr schön komfortable Höhenverstellung. Hier kommen die niedlichen kleinen Signale raus. Der Stecker kommt hier hinten in die Anschlussbox. So, Anti-Skating war erfreulich einfach. Ist nur ein kleiner Ausleger, auf dem man so einen Nylonfaden auflegen muss. Und der ist mit einem kleinen O-Ring gesichert. Kein Problem. Was wir jetzt brauchen, ist ein Tonabnehmer, den wir da reinschrauben. Und wir gehen mal im Regal suchen, was uns da so einfällt. Wir nehmen mal das hier. Gibt's Regal noch her? Ein Hana Umami Red, ein sehr schönes MC, was vor allem mit dem schweren Arm einigermaßen gut zurechtkommen sollte. Wir bauen das mal. Tonabnehmer einbau. Jeder hat da so sein eigenes Rezept. Meins ist eigentlich immer ein relativ einfaches. Vier Kabel an den Abtaster stecken, reinschrauben ins Headshell, eine Position schätzen, so dass ungefähr mittig ist. Das nächste, was man tun sollte, ist für eine einigermaßen sinnvolle Gewichtseinstellung sorgen. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, weiß man schon, wie man verhindert, 15 Gramm Auflagekraft ohne Waage einzustellen. Und ich habe mich hier mal so nach Fingerspitzengefühl so rangetastet und wir gucken mal, wo wir denn hier so gelandet sind. Also nehmen wir mal die übrigens mitgelieferte Digital-Tonarmwaage in Betrieb. Oh, reicht schlecht. 2,3 Gramm. Das Hana will so 2,0 bis 2,1 haben. Doch eigentlich für die erste Schätzung recht gut. Ja, das sind ungefähr zwei. Das lassen wir jetzt erstmal so und jetzt kümmern wir uns erstmal um die geometrischen Dinge. Fürs Einstellen der Tonabnehmergeometrie selbst nehme ich am liebsten, so auch in diesem Falle, die große Clear Audio Schablone, an die ich mich sehr gewöhnt habe und die sehr schöne, reproduzierbare und genaue Ergebnisse liefert. Und das Anstellen des Hana, ab dass das mit der Schablone aber auch überhaupt gar kein Problem war, in 2 Minuten erledigt. Jetzt müssen wir nochmal nach dem Azimut gucken, die Auflagekraft nochmal nachstellen, einen richtigen Anti-Skating-Wert einstellen und dann sind wir eigentlich schon da. Ein paar Worte noch zur Geschwindigkeitseinstellung des VPI Titan. Im Serienzustand des Gerätes kann man ausschließlich über den Anpressdruck des Reibrades die Nenndrehzahl des Gerätes variieren. Wenn man mal mit dem Stroboskop nachguckt, wird man feststellen, dass das auch ganz wunderbar funktioniert und man das Gerät exakt eingestellt kriegt. Aber wenn man Platten mit 45 Umdrehungen abspielen will, geht es nicht ohne Zusatzgerätschaft. Dafür braucht man nämlich die externe Motorsteuereinheit, die es für dieses Gerät gibt. Ansonsten gibt es nur 33 Umdrehungen. Und damit hätten wir einen VPI Titan spielfertig zusammengebaut. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist eine Platte aufzulegen und damit einfach mal Musik zu hören. Einstweilen soll es das gewesen sein, so als erster Eindruck zu dem großen VPI Titan. Wer viel mehr über den Plattenspieler erfahren will, dem sei die LP-Ausgabe im kommenden September ans Herz gelegt. Da gibt es einen ausführlichen Testbericht.